Servus. Servus alle miteinander. Ja, ein Tag im Wald, gell? Und ja, ich möchte denken, heute Weihnachten, das Christkindl kommt heute Berg, gell? Ich möchte denken, ein paar Sachen so. Derweile machen wir wie immer, wie fast jetzt, Weihnachten. Machen wir ein Tädel und auf möchte ich gerade ein kleines bisschen das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Und mit Enkel das Christkindl kommen lassen. Heute, jetzt, da am Wald herinnen. Ein Wahnsinn, oder nicht? Sag. Ja, der Gummi, gell, ist wichtig beim Feuerzeug, dass nicht selber entzündet. Ja, den kleinen SB mit. Sollen wir schauen? Das ist perfekt, gell? Der Speedkocher. Jetzt werden wir da also ein kleines Tädel machen, Leute. In altgewohnter Weise. Währenddessen, ich mir denke ein bisschen, ein kleines Weihnachtsblau dafür. Ein schwieriges Jahrbuch. Und trotzdem, für mich und ich glaube für viele meiner Freunde und Familie, ein sehr lehrreiches Jahr 2020. Ah, wie das hier nicht zieht. Ich habe viel. Klingt blöd, aber es ist so. Ich habe viel gelernt aus diesem 2020er. Mit der beschissenen Situation, dieses Scheißvirus, der die ganze Welt einen Traumzug auf den Kopf gestellt hat. Gell? In den Mull, wie du siehst, schiebe ich mir mal rein. Ein Linknasensack. Falls es jemanden interessiert. Und hat die ganze Welt im Griff. Dieses scheiß Ding. Ja. Und das ist nicht gut. Weil das große Problem ist das, nach dem Virus ist vor der Krise. Das muss ich ganz einfach sagen. Also das muss ich ganz einfach sagen, das kann ich nicht wegleugnen, das kann ich einfach nicht verschweigen. Und jeder, der glaubt, dass jetzt auf alles vorbei ist, der ist falsch. Es ist nicht richtig. Ja Leute, jetzt werden wir noch so ein altes Zweigel suchen da. Ja, von ganz unten, gell? Ha, herrlich. Von ganz unten von einem Baumel, dass ihm nichts tut. Das hauen wir jetzt da rein. Die
Gibt es also ein bisschen Herzing, Fichtennadel mit Schwarztee-Geschmack. Ja, und das hat uns fest angegriffen, der Zechen. Nur viel, viel zu lange. Und wie gesagt, nach dem Virus ist vor der Krise. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Impfung. Mögen wir davon halten, was wir wollen. Sie werden uns in irgendeiner Art und Weise sowieso dazu zwingen. Und ich denke mir mal, es ist die einzige Möglichkeit, die wir momentan haben, um aus dem Schlamassel so schnell wie möglich in eine halbwegs Normalität zurückzukehren. Und da nutzt uns das ganze Sumpang nicht, demonstrieren schon gar nicht, auf die Barrikaden gehen schon gar nicht. Die Abrechnung, die kommt schon. Da braucht es Gott, es wisst das, gell? Das ist mein Spruch. Die uns was Schlechtes wollen, die uns einen Kragen wollen, es trifft zu 99,9% alle. Es möchte sich gerade neben dem Bach hinhocken, sie schwimmen alle vorbei und schreien nach Hilfe. Und doch werden wir auf zuschauen, wenn sie vorbeischwimmen. Und die Hilfeschreie immer weniger werden, bis man sie nicht mehr sieht. Das ist das Karma. Das erreicht dann jeden von uns. Und alle Sachen, die wir verbocken, die muss man im Laufe unseres Lebens, unseres Tages, jeder Minute, jeder Sekunde, jede Stunde, jeden Tag, jedes Monat, jedes Jahr anderen zufügen. Ungerechtfertigterweise. Nicht drüber nachdenken, was man anderen zufügt. Oder was man Falsches tut. Gell? Kommt zurück. Das ist einfach so. Das ist der Lauf der Dinge, heißt man das. Der Lauf der Dinge, der Lauf des Lebens. Und das heißt man Karma. Und es gibt ganz wenige, die das nicht erwischt. Ganz, ganz wenige. Die meisten erwischt es. Man mag gerade warten. Deshalb ist einfach meine Message für alle, die was das anzweifeln. Der Virus kommt aus einem Labor, das ist alles ein Schaß und das braucht es nicht und das ist alles nicht gefährlich. Leute, das ist alles ein Schmarrn. Geht zu den Krankenhäusern, schaut euch das an. Junge Leute in unserem Alter, wir zählen mir zu den Jungen, mit 57 und 40 und 35-Jährige und Jünger, die leiden und denen ihr Leben ist versaut, weil die Lunge nur mehr 40% hat oder 30%. Und das teilweise in die Intensivbetten bis zu einem halben Jahr liegen. Leute, die haben ein Wrack. Die kämpfen um ihr Leben. Und das kann man nicht wegleugnen. Das ist einfach so. Also Leute, denkt nicht, jetzt nicht drüber, nicht zu großartig drüber noch. Wir müssen einfach der Medizin, dem Virologen trauen, dass dieser Impfstoff nicht unsere Gene umgreift und das ist ja bewiesen, dass es nicht tut. Es wird Nebenwirkungen, der eine oder andere wird da kriegen. Lasst es impfen. Wir müssen aus dem Schlamassel raus. Es nutzt eh nichts und schon gar nicht auf die Barrikaden. Das muss jetzt am Ende des Jahres einfach meinen Freunden, ein anderer schaut das Video eh fast nicht, einfach mitteilen. Und ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen. Aus diesem Grund, was ich jetzt gesagt habe. Wie ich selber und persönlich und meine Familie drüber denkt. Weil das ist absolut sekundär, wie jeder Einzelne über diese Sache denkt. Absolut vollkommen uninteressant. Für die Fisch. Es interessiert nicht. Ja? Weil es nichts nutzt. Ja, und das ist eben das, wo ich einfach sage, da müssen wir jetzt durch. Und da über die nächsten Jahre müssen wir durch. Aber genug von diesem Virus. Weihnachten, das Christkindl kommt. Silvester steht einher. Hoffentlich heuer ohne Schießen, ohne Feuerwerke, ohne den Schaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Der die Wildtiere, der die Vögel, Greifvögel, Singvögel in der Nacht aufhust, gegen einen Baum fliegen lässt. Das wisst ihr gar nicht, oder
Keiner redet davon, wie viele Singvögel, wie viele Greifvögel, wie viele Wildtiere in dieser Nacht verenden. Jetzt in der Zeit, wo die Gamsen, wo die Rehe bis zum Hals an Schnee stecken, neben der Ortschaft, bei den Fütterungen, bei den Tiefen. Und jetzt sollen wir da schießen und den noch einmal hochmachen, dass, wenn sie es bis jetzt überlebt haben, jetzt krepieren, elendig. Leute, lasst den Scheiß, den braucht kein Mensch. Es wäre jetzt schon geschossen genug auf der Welt. Der Jahreswechsel, das Christkindl, das vergangene Jahr. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe viel gelernt. Da möchte ich noch etwas dazu sagen. Ich habe viel kennengelernt, viele Leute kennengelernt. Ihr wisst, die, was mich besser kennen, viele glauben, sie kennen mich gut, die kennen mich überhaupt nicht. Und die hat sich heute, das hat man heuer gesehen, das hat sich auskristallisiert. Wer kennt mich und wer kennt mich nicht? Und das, Leute, ihr wisst es, ich komme aus dem Personenschutz, wir müssen immer 110% geben oder 120. 90 war zu wenig. Das hat das Leben meiner Klienten, meiner Aufgabe gefährdet. Gegenüber meinen Kollegen, meinem Team und der Schutzperson. Deswegen, ich bin sehr genau einen absolut ausgeprägten sechsten Sinn und habe seit März mit der Scheiße beschäftigen müssen teilweise. Am Anfang ganz intensiv habe vielen Leuten, Entscheidungsträger versucht zu sagen, was passiert, anzubieten, einen Rat zu geben, wie sie vielleicht reagieren sollten, wo sie vielleicht, die meisten, ja, haben wir nicht getraut, der Wechselberger. Ist aber gescheide. Es ist alles eingetreten, Leute. Es ist alles so eingetreten, wie ich es gesagt habe. Aber nicht nur ich, und Jürgen ist nicht verheimlicht, sondern mit vielen Experten, die ganze Krisenzeit über habe ich das besprochen, immer wieder mit Leuten aus dem Tiroler Einsatzstab, Leute vom Roten Kreuz, mit der Polizei, von der Polizei, selbst von der Regierung, Bundesministerium. Ich habe da gute Quellen, Leute, ich kenne Leute, und zwar hohe Leute, die das wissen, die das sagen. Aber man hat mir nicht geglaubt. Nicht glauben wollen. Und in dieser Krise haben sie, das scheint fast, Angst gehabt. Und haben gesagt, bah, puh, da darf man nicht drauf losen. Ah, so ein Schass. Wir machen es Andacht. Ja? Wir porten einmal, porten. Jeder hat gewartet. Bis die Regierung einen Schass gebaut hat und oft schimpfen wir. Viel einfacher, wie selber reagieren, selber was tun, selber auf die Leute zugehen, selber in die Bevölkerung gehen, selber in Umkreis zumindest, in dem Radius, wo man was zu sagen hat, die Leute vertrauen, außen zu gehen und die Wahrheit zu sagen. Und es geht um die Wahrheit und um nichts anderes. Die da fragen wir ja nicht. Die ganze Zeit über nicht. Werden wir, glaube ich, zum Großteil manipuliert. Aus, für welchen Zweck auch immer, da will ich mich nicht drauf auslassen. Meine guten Freunde wissen es, weil mit denen rede ich oft. Und die haben mittlerweile schon gecheckt, dass, wenn der Wechselberger etwas sagt, zu 95% einfach, leider Gottes, die letzten 30 Jahre, 40 Jahre, aber richtig wo. Ma, wie das schmeckt, Leute. Ach, herrlich. Gell? Ist bald soweit, gell? Ja, super. Ja, und das ist das, wo ich mir denke, ich habe viel gelernt. Und ich werde in Zukunft einfach gewissen Personen, gewissen Diensten, die ich unentgeltlich meistens getan habe, weil mir mein Heimatort schon sehr am Herzen liegt, unterlassen werde. Ich werde darauf scheißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Für mich. Das ist für meinen Kopf, für mein Herz einfach besser. Und ich werde vor allem werde ich mich konzentrieren auf die wichtigen Sachen im Leben. Und jetzt komme ich zum Schluss hier langsam.
Das ist die Familie. Das ist meine Frau, meine Kinder, meine Freunde. Das ist meine Aufgabe in der Adlerbühne. Und da werde ich versuchen, die 90% einzulegen. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig und die 10% werde ich mir in Zukunft ganz genau aussuchen, wenn mir hilft, wenn mir was sage. Mit meiner Erfahrung, und die hat keiner in meiner Branche, hat da weit und breit keiner die Erfahrung. Das sage ich ganz einfach, das ist so. Aber ich werde mir das ganz genau überlegen. Man kommt ja in ein gewisses Alter, man zweifelt dann ab und zu sogar an sich selber, dass man glaubt, ja, jetzt werden wir alt, das muss so sein, wie es anders muss. Das andere muss einfach so sein wahrscheinlich, das ist der Lauf der Dinge, der Lauf der Zeit. Aber ich glaube es nicht ganz. Also ich glaube es einfach nicht ganz, dass es tatsächlich so ist. In diesem Sinne möchte ich trotzdem allen, die ich kenne, allen, denen ich dieses Video schicke, und das sind nicht alle, die ich kenne, das schicke ich nur denen Leuten, die mir was bedeuten. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber die bedeuten mir alle etwas. Und bedeuten heißt etwas bei mir. Und ich wünsche euch alle vor allem viel Gesundheit. Viel Vernunft, viel Einsichtigkeit gegenüber unserer Mutter Natur, unsere Einstellung vielleicht. Werdet gesund, wenn ihr krank seid. Bleibt gesund, wenn ihr gesund seid. Und ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen gesegnete Weihnachten. Passt auf euch auf. Und ich hoffe und ich bete jeden Tag zur Mutter Natur, wenn ich da draußen bin, und das bin ich oft. Sie schaut sich einmal meinen YouTube-Kanal an. Unter Didi Wechselberger findet man das. Das Allerbeste für jeden von euch und den euren. In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Pfiat den Kalle miteinander. Enka Didi.